Hallo bei 9,5. Ich bin Marlin und das hier ist ein Haus. Ja klar, das ist aber ein besonderes Haus. Das ist so eine Art Wohngemeinschaft und hier wohnen 61 Mitbewohner. Die Jüngsten sind erst wenige Wochen alt und die Ältesten 75. Und wie das Zusammenleben hier funktioniert und aussieht, das will ich heute rausfinden. Dafür bin ich mit einem der Bewohner verabredet. Und zwar mit Louis. Er ist 12 und zeigt mir als erstes den Gemeinschaftsgarten, der zum Haus gehört. Wir haben hier viele verschiedene Pflanzen. Louis wohnt in einem sogenannten Mehrgenerationenhaus. Und hier leben Alt und Jung nicht nur zusammen, es packen auch alle gemeinsam mit an. Heute pflanzen die Bewohner zum Beispiel einen Apfelbaum. Da drin im Bauch, das ist übrigens der jüngste Bewohner. Und das hier, das ist der älteste, Herr Schede. Wieso sind Sie denn eigentlich hierher gezogen? Ja, wir sind in einem Alter, wo man sich Gedanken macht über, wie will ich weiterleben. Ja, und dann kam diese Sache mit dem Mehrgenerationenhaus. Und wir waren von Anfang an gleich begeistert davon. Und das Schöne ist, hier lebt man mit verschiedenen Menschen zusammen, mit Jung und Alt. Und das hält auch die Älteren immer fit. Jetzt will ich aber auch mal sehen, wie man hier eigentlich wohnt. Louis zeigt mir sein Zimmer. Er ist mit seiner Familie vor 3 Jahren eingezogen. Sag mal, wieso seid ihr hierher gezogen? Weil unsere alte Wohnung wurde allmählich auch zu klein und man hat sich da halt nie begrüßt, man kannte niemanden richtig. Und wir wollten halt etwas, wo man auch sagen kann, hey, wir kennen dich, hey, wie geht's dir? Man kann auch sagen, dass unsere Nachbarn unsere Ersatzfamilie ist. Weil ich habe einen meiner Opas halt seit 6 Jahren nicht mehr gesehen. Er lässt sich halt einfach nicht mehr blicken. Hier wohnen also auch ältere Leute. Sind das denn dann so Ersatzomas und Opas? Ja. Ja, und dann freue ich mich halt auch immer wieder, wenn ich die sehen kann. Zum Zusammenleben hier gehört aber auch, dass jeder eine Aufgabe übernimmt. Also du bist sowas wie der Postbote hier. Ja, das ist nämlich einer meiner Pflichten, weil wenn ich habe halt nicht so viel Lust auf die Gartenarbeit und dann mache ich halt Postbote oder halt mich um die Kinder kümmern. Alle Bewohner im Mehrgenerationenhaus übernehmen also Jobs für die Gemeinschaft. Bitte. Ich lasse Louis jetzt erstmal in Ruhe weiterarbeiten und mache mich auf den Weg zu Ersatzopa Uli Schede und seiner Frau Margret. Der Louis hat mir gesagt, Sie wären sowas wie ein Ersatzopa für ihn. Ist das für Sie auch so? Ist der ein Ersatzenkel? Ja, also ich habe hier viele kleine Enkel. Und mir macht das Spaß einfach, mit denen zusammen zu sein. Wird Ihnen das manchmal zu viel mit dem ganzen Lärm? Nervt das auch manchmal? Ich habe den Vorteil, ich habe Hörgeräte. Und wenn es zu laut ist, ziehe ich die raus. Das ist natürlich ein super Trick. Gibt es auch was, was Sie hier von den jüngeren Bewohnern gelernt haben? Ja, der Louis, der hat mir jetzt auch schon einzelne Sachen da am Computer gezeigt. Das kannten Sie vorher gar nicht? Da ja hier im Haus fast alles mit Internet läuft, ist man außen vor. Da mussten Sie sich mitmachen. Genau. Dass Jung und Alt so zusammenleben wie hier, ist heute schon was Besonderes. Früher lebten Kinder, Eltern und Großeltern oft unter einem Dach. Im besten Fall halfen die Alten im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Und wenn sie mal krank wurden, wurden sie von den Jungen gepflegt. Jeder kümmerte sich um jeden. Solche Großfamilien sind heute aber eher eine Ausnahme. Die meisten alten Menschen leben stattdessen allein oder im Altenheim. Viele Kinder und Enkel wohnen ja auch gar nicht mehr in der gleichen Stadt. Und dadurch fehlt oft die gegenseitige Hilfe. Viele haben heute auch einfach gar keine Kinder oder Enkel und niemanden, der sich um sie kümmert. Denn auch die Gesellschaft selbst hat sich verändert. Vor rund 100 Jahren gab es viele junge und wenige alte Menschen. Früher bekam eine Mutter durchschnittlich 4 Kinder, ganz schön viele also. Und gleichzeitig wurden die Menschen nicht so alt, im Schnitt nur so ungefähr 50 Jahre. Heute ist das Verhältnis von alt und jung genau umgekehrt. Eine Frau bekommt nur noch 1,4 Kinder, also im Durchschnitt gesehen, natürlich keine halben. Die Lebenserwartung ist im Vergleich zu früher aber gestiegen. Die Menschen werden inzwischen viel älter. 83 Jahre sind keine Seltenheit. Es gibt also immer weniger junge Menschen und immer mehr Alte. Im Mehrgenerationenhaus wollen Jung und Alt wieder zusammen unter einem Dach leben. Heute Abend wird gemeinsam gebowlt. Und zwar an der Konsole. Margret entpuppt sich als echtes Talent. Das ist eine ganz harte Konkurrenz hier. Warte, du musst jetzt deine Hand nach rechts machen. Jetzt hast du eine Bowlingkugel in der Hand. Und jetzt musst du mit Schwung werfen. Ja, ich hab doch nicht. Doch, du hast die in der Hand. Ja, gut. Ja.
Aber Sie waren so gut, Sie haben das zu Hause geübt, oder? Nein, überhaupt nicht. Wir hatten das nur mal vor 1,5 Jahren hier unten gespielt und das fand ich eben so gut. Ob die Stimmung im Haus hier wohl immer so gut ist? Louis und ich suchen uns jetzt mal ein ruhiges Plätzchen zum Reden. Gibt's denn irgendwas, was dich hier so richtig nervt eigentlich bei der Art zu wohnen? Die Kinder sind manchmal etwas anstrengend, dann sage ich denen auch manchmal, wenn die halt anklingeln, jetzt nicht, jetzt habe ich halt keine Lust und dann verstehen die das auch. Kann man hier einfach so dazukommen oder wer entscheidet das, wer hier wohnen darf? Ja, also man muss sich halt erstmal vorstellen und dann wird halt erstmal geguckt, haben die Kinder, wie sind die denn drauf, sind die freundlich, sind die dazu bereit, halt was mit in der Gemeinschaft zu machen. Und dann wird halt entschieden, ob die hier wohnen dürfen. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Casting. Das ist es eigentlich. Wer ist denn die Jury? Das sind alle Bewohner hier. Alle zusammen? Ja. Und dann Mehrheit entscheidet, oder? Die Mehrheit entscheidet. Im Hausflur gibt es für die 61 Bewohner ein schwarzes Brett. Da steht zum Beispiel drauf, wer wann mit dem Putzen dran ist. Steht auch sowas wie gemeinsam Essen drauf. Also gemeinsam. Hier wird auch gemeinsam gegessen? Ja, komm mit. Kommt sich gut. Aber vor dem Essen muss natürlich erstmal gekocht werden. Wir helfen beim Nachtisch. Es gibt heute Apfelmus. Gibt es das öfter, dass ihr hier alle zusammen kocht? Ja, das gibt es schon mal öfter. Es gibt es zum Beispiel auch so Männerkochabend. Männerkochabend? Ja, da kochen halt die Männer zusammen. Und hat das da geschmeckt? Eine Frage an die Damen. Sehr gut. Ja? Ja, können die kochen, können die. So, das Essen ist fertig. Na dann, guten Appetit. Gibt es eigentlich irgendwas, was du dir noch wünschen würdest für euer Wohnen hier? Also es gibt da nicht wirklich viel. Ich wünsche mir nur noch, dass halt Kinder in meinem Alter kommen würden. Und könntest du dir eigentlich vorstellen, später, wenn du mal alt bist, auch in so einem Projekt zu wohnen? Ja, weil wenn ich alt bin, würde ich auch gerne noch was mit jungen Leuten machen. Also da ich mich nicht die ganze Zeit in meiner Wohnung verziehe und dass dann niemand merkt, wenn ich irgendwann tot bin. Wer weiß, vielleicht bist du dann später mal der Ersatzopa hier, ne? Nach dem Essen muss ich leider auch schon wieder gehen. Vielen Dank. Bitte schön. Das war ein sehr interessanter Tag, ja? Ja. War sehr schön bei euch. Mhm. Vielen Dank an alle und ich sag mal tschüss. Dankeschön. Ich glaube, das Zusammenleben zwischen Jung und Alt scheint hier echt ganz gut zu funktionieren. Finde ich gut. Vor allem, dass jeder hier auch wirklich was macht und sich mit einbringt, mit dem, was er kann. Ich glaube, ich würde hier einziehen, wenn ich durch das Casting kommen will. Das weiß man natürlich noch nicht. Wie ist das mit euch? Könntet ihr euch vorstellen, auch in so einem Mehrgenerationenprojekt zu leben? Schreibt uns, und zwar in unser Gästebuch auf www.neuneinhalb.de. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und sage mal tschüss, bis zur nächsten Sendung.